Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum amerikanischen Bürgerkrieg. Wir sind hier jetzt 1863 bei der Schlacht bei Chancellorsville angekommen. Oh, heißt das jetzt nur eine große Schlacht? Ich habe 13.000 Leute verloren. Da gehe ich doch erstmal einmal reingucken, was mich erwartet. Hallo Karte. Abgefangene Nachrichten. Sir, mit dieser Nachricht möchte ich zum Ausdruck bringen, wie leid mir unsere Niederlage in Stones River tut. Ich versichere Ihnen, dass unsere Männer immer noch in gutem Zustand sind und wir über genügend Vorräte besitzen, um weiterhin gegen General Robert E. Lee zu kämpfen. Brigadiergeneral Peter Grover. Und ein wichtiger Bericht. Die Schlacht von Stones River hat bei unseren Feinden zu großen Verlusten geführt, doch die verdammten Yankees verfügen über unbegrenzte Ressourcen. Mehr als 48.600 Truppen der Union werden an ihre Front geschickt und sie scheinen nicht sich zu versammeln, um eine weitere große Schlacht auszukämpfen. Lieutenant General Leslie Kerr. Aha. Oh, das ist doch ein Feldzug. Das ist doch nicht nur eine Schlacht. Das ist ja schön, ey. Da kann ich erstmal ein bisschen poolen, ey. Aber hier die Yankees schon wieder, ne? Ich hatte sie schon auf 62 bis 67k gedrückt. Jetzt sind sie schon wieder bei 87 bis 92k. Das kann nicht wahr sein. So, was haben wir denn hier? Einmal die Blackwater Hayes am 15. März 63. Und Rio Hill am 25. April 63. Oder die Schlacht um Chancellorsville, ne? Oder bei Chancellorsville. Ich scheint nicht so groß zu sein, oder ich krieg nicht mehr so viel Kohle. 183.000 ist jetzt ja nicht so dicke. Ah, da ist noch eine! Erste Schlacht von Franklin gibt's auch noch, am 10. April. Also ist Blackwater Hayes zuerst, dann hier bei Franklin und dann Rio Hill. Gut, da wissen wir erstmal Bescheid. Also erstmal erstes Korps wieder fett pushen, weil wir das sicherlich am ehesten brauchen, denke ich mal. So, Karriere. Ich brauche mehr Soldaten und mehr Kohle hier. Gib mir nochmal einen Politik. Ja, ist anfängliche Armeegröße. Habe ich immer noch nicht genommen. Komm, nehme ich jetzt mal hier einen drauf. Weil manchmal hatte ich das doch schon, dass mein Korps irgendwie, dann haben da 3, 4 Einheiten gefehlt. Vielleicht geht das ja damit weg. So, dann sind Offizier vor allem er hier. Robert E. Lee, mein erster General, ist gestorben. Gut, dass ich über das Spiel noch Robert Lee bekommen habe. Das wäre ja sonst ganz bescheuert. So, brauchen wir hier einen General. Dann nehmen wir nun den Stokes. Sir, yes, sir. Tja, ich würde sagen... Guck mal, er ist ja der einzige Colonel noch. Also, erstes Korps, kommt nichts anderes mehr rein, außer Generäle. Da müssen wir uns einen gönnen. Ja, komm, hier fürs erste Korps ruhig ein bisschen besseren. Nehmen wir hier den Chapman. Sonst noch Offiziere down. Da ist noch einer down. Er ist auch schon fast nur Generäle. Da noch ein Major. Hier nehme ich auch einen General. Den Penrose nehmen wir hier. Und dich tauschen wir mal gegen den Colonel, den wir noch auf der Tasche haben, aus. Aha, können die nämlich auch gleich befördert werden. Hier nehme ich auch Moral. So, sonst noch was? Da unten gibt es noch eine Beförderung. Hier nehme ich wieder den Nahkampf und die Moral. So, das hätten wir schon mal. So, Gewehre... Ja, die waren schon nur noch Harper's Ferry bzw. Loris. Also nur noch gute Gewehre. Dann gucken wir mal hier durch. Anfield. Mississippi, Mississippi. Anfield, Anfield, Anfield. Palmetto. Das müsste ausgetauscht werden. Wie sieht's bei den Mississippi aus? Boah, wie viel Springfield wir haben. Nee, das sind zu wenig. Aber wir hatten jede Menge Harper's Ferry. Yes, gut, dann pushen wir erstmal das erste Korps. Dann gucken wir mal, wie viel Harper's Ferry da übrig bleiben. Nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Jetzt wird's wieder teuer. So,
Bisschen Veteran, paar Schnäbel. Ja, hier müssen wir ein paar Veteranen mehr nehmen. Ja, gehen wir so auf fast 20.000. Ja, genauso wie hier. Zack, haben wir erste Division schon fertig. Ey, hier wird eine Kanone. Das müssen wir natürlich ändern. So, die nächste. Ein bisschen geht noch. Hier kommen auch fast über 15.000. Hier wird wieder sehr teuer. Oh, ja, 25.000 Kröten wieder weg. So. Die wird auch teuer. Eieiei, 30.000 Kröten für die Einheit weg. Und die nächsten 30.000 weg. Was man nicht alles für erfahrene Soldaten tut. So. Wir haben dann noch 8.000. Warte mal, so hätten wir noch 12.000. So, und noch die Kavallerie pushen. Ja. Alle Magewehre, das sie wird ein bisschen teurer, weil wir da auch noch Gewehre kaufen. So ein Mist. Da ist die Kohle auch weg. Geld 20. Nein. Ey, hatte ich genau getroffen. 618. So, mehr geht nicht. Kohle nur noch 30. 3000 Soldaten auf der Tasche. Dann können wir ja reingehen. So, die hier war als erstes. Blackwater Haze. So, dann gehen wir doch da mal rein. Sein Gesicht wurde von der Inspiration des Heldenmuts erleuchtet. Blackwater Haze, 15. März 1863. Wir brauchen Vorräte für unsere Armee, die in der Nähe von Chancellorsville stationiert ist. Sie haben das Kommando über eine Expedition im Südosten von Virginia und im Osten von North Carolina. Sie haben den Befehl, in das Gebiet vorzurücken und so viele Vorräte wie möglich zu sammeln. Die Unionisten haben ihre lokale Besatzung auf den Blackwater Haze aufgestellt. Sie dürfen diese Bedrohung hinter sich nicht zulassen. Daher müssen sie die Yankees angreifen und vernichten. Ei, nein, das sieht nicht gut aus. Dieser Fluss hier, der sieht ziemlich dick aus. Er steht hier. Nein, ich muss doch nicht etwa über diese Brücke. Ich muss bestimmt über diese Brücke. Ja, Korps einfügen. 27.600 Soldaten knapp. Tja, da gehen wir mal rein. General, den Unionisten ist ihre Expedition ein Dorn im Auge. Sie scheinen fest entschlossen zu sein, sie bei den Blackwater Haze aufzuhalten. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die Yankees anzugreifen und die Höhen freizuräumen. Ja, dann geht's auch schon los. So, dann glotzen wir uns mal kurz um. Und es ist so, wie ich gedacht habe. Hier ist eine Furt. Ja, das bringt dir aber nichts, weil du kommst dann hier trotzdem nirgendwo rüber. Da ist auch nichts, 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 nichts. Nein, wir müssen über diese Brücke. Super. Scheiße. Aber naja, so ist das manchmal. So, warte mal. Erstmal bringen wir die Artillerie nach vorne. Das sind die lahmsten Krücken überhaupt. So, der Versorgungswagen, der kann erstmal hier bleiben. General Lee auch. So, die ganze Infanterie hier. Ich marschiere nicht durch den Wald, das dauert aber so lange. Geil. Du musst jetzt was machen, was ich normalerweise eigentlich nicht machen würde.
Ich muss so eine Brücke überqueren. Normalerweise, wenn es die Möglichkeit hätte, würde ich immer irgendwo anders rüber gehen und versuchen, von hinten ranzukommen. Aber naja, bin ich mal gespannt, wenn ich Yankee spiele, ob ich die dann auch kriege. Das ist natürlich für mich dann eine schöne Schlacht, die zu verteidigen. Und auf geht's. So, kurz Pause zum Aufstellen. So, Kavallerie. Ja, ein bisschen erkunden hier. So, denn die Artillerie. Na, die ist lahmarschig. Da wird die Infanterie eher da sein. So, drittes Korps, dritte Division. Gieß mal so ein bisschen auf die Flanke. Zweite Division. So. Oh, meine Superdivision. Die bleibt erstmal so ein bisschen im Hintergrund. Und dann gebt ihr noch alle Schub oder geht's ab. Na, hat der denn hier irgendwas im... Hat bestimmt hier irgendwas im Wald oder hier oder so? So, Kavallerie mal ein bisschen dahin, damit ihr schneller vorankommt. Die Infanterie überholt euch gleich. Na, nichts zu sehen hier. Aber Artillerie mal so. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts. Langsam vorrennen hier. Oh, schlägt Artillerie schon ein. Kavallerie ein bisschen nach hinten. So, zweite Division. Nee, warte mal, so. Immer noch nichts zu sehen da vorne. Er hat die Haupttruppen von mir auch noch nicht entdeckt. Da müssen wir aber irgendwas zu sehen sein. Wenigstens mal meine Artillerie schießen kann. Aha, da geht's los. Aha, da drüben kann man auch was sehen.
der hier wirklich vorne an der Brücke? Nichts? Sieht so aus. Er hat nur die beiden da. Tja, meine Artillerie schießt noch nicht. Zu weit weg. Ja, dafür kriegen die Plänkler von ihm hier geschehen. Bringen wir mal den guten alten Leader hin. Jawohl, die SO-Einheit flieht schon. Da flieht die nächste. Da lassen wir die Ari erstmal ein bisschen weichkloppen da. Und natürlich zumindest hier die Plänkler auf der Seite schon mal ein bisschen noch zusammenschießen, bis die hier auch weg sind. Und dann gehen wir mal langsam rüber. Wir müssen ja eh darüber, also. Da jetzt hier auch am Blinken. So, dann gehen wir hier mal ein bisschen ran und gucken mal, ob wir auf die nicht schießen können. So, ihr beiden macht weiterhin hier die Flanke dicht. Gegen diesen blöden Plänklern. Jawohl, die schießen auf jeden Fall. Ah, die auch. Sehr gut. Ah, ein bisschen in den Wald rein. Die schießen auch schon. So, ich kriege die hier mal am besten hin. So. Und so. So, ihr stürmt mal da.
Ihr stürmt mal da. Die anderen beiden Einheiten bloß nicht zu nah ran. Haben wir. Nicht weiter rennen. Bloß hier stehen bleiben erstmal. Ah, die hat ein bisschen gekrippelt hier. Ja, sie fliehen auch. Na, da kommt wieder unsere Plänkler. So, die erste Stellung haben wir schon mal. Dann hätte ich die Artillerie doch ganz gerne ein bisschen näher dran. So, ich denke mal, die beiden müssten hier reichen. Ein 17 nur noch. So, die beiden muss ich aber so langsam mal wegmachen. So, Angriff. Weil ich will hier rum. Und da würde ich mir den hier in den Rücken schießen. Schießen auf gar nichts. Zu weit weg oder was? Eigentlich nicht. Jawohl, einmal haben wir gefangen genommen. Und einmal flieht. Sehr gut. So, Kavallerie bleibt mal hier zum Schutz der Artillerie, weil eine Einheit müsste da noch irgendwo sein. So, jetzt müssen wir langsam das Flankenmanöver vorbereiten. Da, ihr rückt nach.
Da haben wir natürlich Verluste gehabt, aber da sind wir einigermaßen korrekt durchgekommen, sage ich mal so. Und die haben wir rausgetrieben. Und wir kommen hier so ein bisschen von oben. Das ist natürlich nicht schlecht. So, die müssen sich jetzt gleich erstmal ein bisschen ausruhen. So, jetzt müsste Lee ja eigentlich mal da hinten hinreiten können. So, ihr geht auch hinten rum. Und da kommen sie auch schon, die scheiß Plänkler. So, die nächsten beiden Infanterien sind da. So, die fliehen. 19 Zeit noch. Ey, nein! So, die haben wir auch gefangen genommen. Dann eier ich hier jetzt auch mal mit der Kavallerie rüber. So, sehr gut. Die sind am Fliehen. Na, Kavallerie dahin. Oh, Zeit ist eigentlich abgelaufen. So, warte mal. So. Dann gucken wir nochmal, ob wir das
so nicht einnehmen können. Ich hoffe, das zählt auch noch, weil die Zeit ja eigentlich vorbei ist. Ja, also bis jetzt sieht's doch gar nicht so schlecht aus. Scheint noch zu zählen. Naja, stimmt auch. Das General Lee, mal schnell dahin. 20 lang umkämpft stand da ja noch. Oh, Alter, das kann ein bisschen dauern. Nur no, Verluste halten sich bis jetzt in Grenzen, sehr gut. Nee, so. Acht noch. Ah, jetzt werden die aber zusammengeschossen hier. Tja, nächste Salve noch abwarten. Ja, weil sie sich so hingestellt haben. Ganz ungünstig. Rückzug. Schaffen sie es noch, bevor die schießen? Sieht ganz gut aus. So, da haben wir es geschafft. Also hoffe ich mal. Ich gehe mal auf Beenden. Ich habe keine Lust, noch Truppen zu verlieren. Jupp, da ist der Sieg. Ja, wir haben beide ungefähr wieder gleich viel eingesetzt. Naja, ich ein klein wenig mehr. Er hat 4000 verloren. Ich habe nur 2100 verloren. Das ist schön. Ziele erreicht. So, Offiziere nur befördert. Keiner gestorben. Sehr schön. Wir haben wieder einen Major General. Na, Güter, kleine Schlacht, halten sich in Grenzen.
So, 100.000 Kröten, 356 Rekruten, sehr geil. Und 5.000 Soldaten. So, jetzt haben wir wieder 8.358. So, dann gehen wir erstmal bei Karriere rein. So, dann kicken wir mal. So, Politik ist full. Lalalala. Tja, was ist denn jetzt hier bei Nachschubwesen? Was kommt denn da? Wieder mehr Munition? Ich glaube, ich gönne mir jetzt mal den nächsten auf Medizin. 10% werden wieder hergestellt, also wenn wir 50.000 haben, also Tote, dann würden 5.000 wieder hergestellt werden. Ja, komm, wir nehmen jetzt hier einen noch auf Medizin. Ja, ich guck mal kurz bei Politik. Ich habe ja 82 Punkte. Was gibt's hier Schönes? Ja, immer noch dieses Richmond. Oh, Generäle gibt's jetzt schon nicht mehr. Und hier die Ge das Geld geht immer weiter nach unten. Das gefällt mir gar nicht so gut. So, ist ja Vorbereitungsschlacht. So, erstmal wieder das erste Korps pushen. So, was wenn ich hier Grünschnäbel nehme? Es verändert sich jetzt nicht viel. Komm, dann reichen hier auch Grünschnäbel. Ich denke mal, dann wird das hier überall reichen. Ah, ne. Oder warte mal. Oh doch, das geht nach unten. Das ist meine von der Erfahrung her beste Einheit. Da können wir uns ruhig mal 10.000 Kröten gönnen. Ja, aber den Rest hier mit Grünschnäbeln. Hier müssten eigentlich Grünschnäbel gehen, weil die noch ziemlich neu ist. Da habe ich mal eine verloren, die ich mal von Anfang an hatte. Die hab ich tief traurig. So, ich will mir jetzt hier mein Geld sparen. Okay, nee, das ist natürlich ein bisschen sehr heftig. Dann gehen wir für die Einheit mal 20.000 Kröten aus. So, wie sieht's hier aus? Alles akzeptabel. Kavallerie, drei Leute, wird auch akzeptabel sein. Ja, hier 21. Okay, hier gebe ich wieder ein paar Veteranen drauf. Und ein paar Schnäbel. Ach komm, hier werden Schnäbel gehen, oder? Ja. So, und bei der. Ne, die haben die guten Waffen. Da können wir ruhig mal 10.000 ausgeben. Yes, sir. So, dann hätten wir das schon mal soweit fertig. So, zweites Korps. Tja. Da geht natürlich viele drauf. Wenn man hier Schnäbel nimmt, da haben sie fast gar keine Erfahrung mehr. Ah, das ist natürlich übel. Ich muss das ein bisschen aufteilen. Ich mache die noch nicht ganz voll. Ich gebe jetzt hier mal 10.000 Kröten aus. Ja, vielleicht noch 5.000. Das lasse ich erstmal so. Werde ich jetzt ja wahrscheinlich eh nicht einsetzen müssen. Warte mal, wie sieht das mit den Gewehren aus? Da war noch ein Palmetto. So, Harpers Ferry, die hebe ich mir für mein erstes Korps lieber auf, wenn ich da welche pushen muss. Aber ganz ehrlich, ey, ich könnte auch hier mal bestimmt welche verkaufen. Wie sieht es in dem dritten Korps aus? Palmetto, Palmetto und Springfield. Die Springfields fangen hier. Hier gibt es gar keine mehr. Ja. Geh mal ins Waffenlager. So. Farmer. Aha. 42.000 Kröten. Haha, verkaufen. Die werde ich auch niemals benutzen. 1.700 Kröten. Springfield kann ich dann auch verkaufen, aber falls ich jetzt ein paar neue Einheiten gleich aufstellen muss, behalte ich die erstmal. Ja, haben wir wieder 71.000 Kröten. T-t-t-t-t. So, dann können wir hier ja weitermachen. Komm, hier nochmal 15.000 ausgeben und dann machen wir euch erstmal auf 2.000 mit Grünschnäbeln.
So, hier gehen wir auch noch mal Fettkohle aus. Ey, nicht so weit. So, wie sieht das hier aus? Ne, ist mir ein bisschen zu viel Erfahrung, die weggeht. So, aber die auch auf 2000? Die ist noch auf 2000? Gehen wir ruhig noch mal 10.000 aus hier. So, die hier noch. Übernehmen. So. Ah, hier muss ich Gewehre kaufen. Deswegen kostet das Kohle. Die Kohle ist schon wieder weg. Dann würde ich ja mal sagen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal wieder eine Schlacht, oder? Zack, mal rein hier. Abgefangene Nachrichten. Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte Ihnen mitteilen, dass sich unser Korps zurzeit von der Schlacht in Blackwater Haze erholt und bald in der Lage sein wird, sich der Armee von General Robert E. Lee zu stellen. Wenn wir fortwährend mit Männern und Munition versorgt werden, glaube ich fest daran, dass wir den Feind zurückschlagen können. Lieutenant General Bradley Forno. Und nochmal abgefangen. Nach der Schlacht von Blackwater Haze ist die Notwendigkeit, Ihre Militärpräsenz in Ihrer Gegend zu verstärken, absolut nachvollziehbar. 5.800 neue Rekruten bereiten sich bereits vor, sich in den nächsten Tagen Ihrer Armee anzuschließen. Lieutenant General Kyle Strait. So, ein klein wenig haben wir gedrückt. 88 bis 93 K nur noch. So, die hier war, glaube ich, als nächstes, ne? 10. April und 25. April. Alles klar, dann nehmen wir die hier. Erste Schlacht von Franklin. Und wir haben einen Bonus. Sie haben den Feind in der Schlacht von Stones besiegt. Die Streitkräfte der Union wurden in den Zentralstaaten geschwächt. Minus 5% Größe der feindlichen Armee. Das gibt auch nur 62.500 Kröten. Dann gehen wir mal rein. Die drei Brigaden waren so nah beieinander, dass nicht selten eine Gewehrkugel den Weg, mehr konnte ich leider nicht lesen. Erste Schlacht von Franklin, 10. April 1863. Sie haben den Befehl von Spring Hill in Tennessee nach Norden vorzurücken und Franklin zu belagern. General Grangers Armee lagert in der Nähe der Stadt. Sie müssen ihn besiegen, um das Gebiet zu sichern. Ein Gefecht in Brentwood im Norden zwang General Granger dazu, seine Kavallerie zu schicken, um die Bedrohung zu beseitigen. Das ist unsere Gelegenheit, die Armee der Unionisten schnell anzugreifen, bevor die Unionskavallerie zum Lager zurückkehrt. Aha. Oh, wir dürfen gar nicht viel mitnehmen. Ja, aber natürlich trotzdem erstes Korps. Da haben wir drei Brigaden mehr. So, dann würde ich sagen, da geht's mal los. Die Unionisten haben 2 Meilen südlich der Stadt eine komplette Division aufgestellt. Bisher wurde noch keine Yankee-Kavallerie gesichtet. Wir können jetzt schnell vorrücken und das Unionslager angreifen, bevor die Kavallerie eintrifft. General, das ist keine einfache Aufgabe, denn obwohl unsere Armee stärker ist, warten sie hinter einem starken Erdwall auf uns. Viel Glück. Und dann geht's auch schon los. So, wie stellen wir das denn mal hier am besten auf? Ah, er ist wieder hinter so einem Fluss, aber das ist diesmal nur ein kleiner Fluss. Das heißt, wir werden Furten haben. Da kann man rüber. Ah, hier hat er fette Stellung. Ah, hier wird er auch sitzen, denke ich mal. Dann, wenn ich hier rüberkomme, kann er mir von da mich beschießen. Ey, die Stellung ist echt gut befestigt. Das wird nicht einfach. So, warte mal. Infanterie bringen wir hier schon mal ran. So. Artillerie. Haben wir nur 2. Alles mal hier ran. Ich gehe da wieder divisionsweise vor.
Eine Kavallerie zum Aufklären. So, dann sind wir startbereit. Start und Pause erstmal. So, wie gehen wir denn jetzt hier vor? Zweite Division. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr harte Stellung. Ich muss trotzdem irgendwie versuchen, hier rumzukommen. Nicht, dass er hier auch schon steht. Eieiei, das ist gar nicht einfach. Gut, zweite Division nach da. Erste Division nehme ich hier auch mit. Oh, von der dritten sind gar nicht so viele da. So, Kavallerie bisschen aufklären. Oh, da geht's auch schon los. Da ist soweit noch nichts zu sehen. Dann bringen wir mal die Artillerie. Dein, die brauchen sowieso so lange. Da, ich brauche mehr Aufklärung. So, ich sag's ja nicht gerne. Aber ihr müsst Schub geben. Da könnte auch noch eine Einheit stehen. Oh, da geht das Artilleriefeuer los. Ei, da sind sie. Nein, sie wollten schon wieder diesen Blödsinn machen. Dieses über Kreuz gehen, ey.
Gott, wir nehmen alle Truppen damit. So, 2-10 noch. Naja, mal gucken, ey. Die müssten doch eigentlich, wenn ich die so hinstelle, müssen die auch schießen können. Wo ist der Wagen? Ich sehe nichts. Da ist der Wagen. Ah, sag ich doch, jetzt können die schießen, sehr gut. So. Wenn wir die hier umlaufen. Nein, ihr doch nicht! So, jetzt könnt ihr auch langsam mal Schub geben. Da, die haben wir auch. So, ein bisschen zurück. So, du bleibst als Schutz für die Artillerie hier. Ah, Versorgungswagen. Sehr gut. ¼ noch. So, langsam mal davor hier. Die den Versorgungswagen nicht geholt? Wieso in so weit?
So, wir nähern uns so langsam unserem Ziel. So, den Versorgungswagen haben wir. Da, die haben wir auch rausgetrieben hier. Ja, greift ihr da weiter an. Ihr greift die an. Ihr Irr. Komm hier, gucken wir mal, ob wir den General nicht wegkriegen. Ich bin Total War Spieler. Ehre gibt's hier nicht. Zack, General tot. So muss das sein. So wollen wir das. Der geht dahin, dann geht die so. Der kommt weit. Tja, er zieht sich zurück. Verdammt, die Yankee-Kavallerie ist zurück. Oh, da hinten kommt sie. Also müssen wir jetzt hier unseren Rücken beschützen. Ziehen wir hier überall Einheiten raus. Gut, haben sie sich ihren Versorgungswagen wiedergeholt? Das soll mir erstmal egal sein. Ob ich hier die Stellung nicht einnehmen darf? Tja, ich denke, wir stehen hier ganz gut. Der wird mit der Kavallerie hier nicht angreifen. Ich meine, okay, er kann mich nicht sehen, aber... Komm doch mal mit deinem Versorgungswagen an meine Linie, das wäre sehr schön. Ah, ganz ehrlich. Eigentlich müssten wir die doch hier ein bisschen mehr zusammenschießen können. Komm, wir gehen hier mal noch ein bisschen vor. Vielleicht können wir ihm noch ein paar Verluste zufügen.
Da, der Infanterie. Tja, ich glaube, er kann mir hier nicht großartig Verluste zufügen. Da spiele ich auf jeden Fall durch. Oh, da stirbt er. Hier stirbt er auch. Schieß ruhig auf die, auch wenn die blinkt. Kavallerie. Ach, bis die sich immer erstmal ein bisschen trennt. Na, schaffen sie es noch, bevor die sich erholen? Natürlich nicht. Ich hab's mir fast gedacht. Aber sie fangen wieder an zu blinken. Warum lauft ihr immer noch, wenn ihr schon schießen könnt? So, auch die Kavallerie irgendwas? Ja, sie versucht's mal, aber ich stehe da sehr, sehr gut, denke ich mal. So, dann gehen wir hier mal mit dem Fluss. So, haben sie es geschafft? Ne, sind immer noch am Wegtreiben. Sauber, die Ari haben wir. So, der Kessel ist wieder da. Tja, die jagen die immer noch weg.
Feuer, Feuer, Feuer! Tja, ich würde sagen, die machen wir komplett fertig, bis auf die Kavallerie. So, das müsste erledigt sein. Wo sind sie? Ja, wir haben sie sogar gefangen genommen. Sehr nice. Nochmal, die müssen sich ausruhen. Die beiden nicht. Wieder dieser Blödsinn. Die muss natürlich dahin und die dahin, weil sie einen kürzeren Weg hat, ey. Scheiß Steuerung. So, das ist alles gut. Na, ihr ruht euch alle aus. Ich konnte ich gerade noch drehen. Ja, kriegen sie hier schön noch eine Breitseite. Sehr geil. So, Yankees, also, hier ist Kessel angesagt. Warte mal, ihr könnt eigentlich ja schon mal wegmarschieren. Naja, wo bleibt denn meine Kavallerie? Da kommt sie. Ist die Frage, ob ich überhaupt alle brauche. Ich brauche hier, glaube ich, gar nicht alle. Naja, oder aber, wir gucken mal, ob wir uns die Kavallerie nicht auch gönnen können. Indem wir hier einfach mal langsam vorgehen in einer Wand. Boah, die sieht schon auf 1900 runtergeschossen. Die sind aber hier richtig mutig. Die müssen hier hin. Damit der da nicht zu meiner Artillerie durchkommt. Kavallerie nochmal schnell mit hin.
Feuer! So, dann kesseln wir auch die Kavallerie ein. Und vernichten ihn noch komplett. Wie sieht's hier aus? Die fliehen. Dann schießen wir noch die zusammen. Ja, das wird die Totalvernichtung. Haben wir. Tja, ihr könnt euch da entspannen. Tja. General Lee wird es wahrscheinlich nie mehr rüber schaffen, bevor ihr die ganzen Yankees down sind. Jawohl, das ist total Gemetzel. Wie ich es vorhin schon vermutet hatte, also das ist sehr mutige Kavallerie. Aber die haben wir auch weg. Jetzt müsste doch eigentlich normalerweise Autoende kommen. Tja, ich kann keine Einheiten mehr sehen, also mache ich Ende. Beenden und da ist der Sieg. Erste Schlacht von Franklin, also die war recht einfach, muss ich sagen. Na okay, wir haben auch dreimal so viel Truppen wie er gehabt. Dann ist das auch nicht so schwierig. Naja, 1560 verloren, das ist akzeptabel. Alles erfüllt. Das gibt's doch nicht. In so einer billigen Schlacht stirbt ein Major General. Passt mir gar nicht. So, dann haben wir einen Karrierepunkt und 644 Rekruten zusätzlich. Das ist wieder sehr gut, weil es mit den Soldaten ja so mau ist. Und da gehen wir natürlich als allererstes gleich erstmal wieder auf Karriere. Eine Vorbereitungsschlacht haben wir ja noch vor uns. So, was nehmen wir denn mal hier? Was kommt denn bei Truppenteil? Mal größere Brigaden kommen auf jeden Fall nicht. Ob ich nochmal Medizin nehme? Ich nehme noch einen auf Medizin. So, übernehmen. So, und dann müssen wir hier den Offizier austauschen. Es ist okay, er ist nur in der Brigade gewesen. Ja, aber trotzdem ist das sehr ärgerlich. So, wen nehmen wir denn da mal? Ja, Kyle Douglas nehmen wir. So, dann sind wir auch schon wieder am Pullen.
Naja, ein bisschen Geld haben wir. Komm, gehen wir hier für 3250 Veteranen drauf. Rest mit den Schiffe. Schneebels. Ei, die haben ein bisschen mehr verloren. Und Schneebel drauf. Ah, komm, das kann ich mir leisten. Ne? Nehme ich lieber die Veteranen. So, hier Hälfte Veteranen, Rest Grünschnäbel. Yes, sir. Gehen hier eigentlich nur Grünschnäbel? Na, passiert nicht so viel. Nehmen wir nur die Schnäbels. Ey, ein ganzer Down. Yes, sir. Keiner Down. So, Kavallerie, paar Veteranen drauf. Sir, yes, sir. Yes, sir. So, dann sind wir mit dem ersten Korps schon wieder fertig. Dann würde ich doch sagen, gehen wir in die nächste Schlacht. Oh, dann geht's wieder abgefangene Nachrichten. Nichts, das einen Bericht wert wäre, außer dass Robert E. Lee wieder einmal unsere Armee geschlagen hat und wir wieder einmal unser Lager verlassen und uns zurückziehen müssen. Sir, wir brauchen mehr Soldaten, um diesen Rebellen zu bekämpfen. Colonel Dwight Loomis. Und nochmal abgefangen. Sir, Ihre Anfrage wurde zugestimmt. Wir haben mehrere Elitebrigaden mit einer Gesamtstärke von 2900 losgeschickt, um an ihrer Seite zu kämpfen. Wir hoffen, dass diese Männer dabei helfen werden, den Sieg über General Robert E. Lee zu erringen. Brigadiergeneral Ronald Fry. Elite-Soldaten. Zur Hand, hier wieder zu Händen. Zu Händen von Robert E. Lee. Trotz unserer jüngsten Erfolge wird die Union immer noch von jungen Freiwilligen unterstützt, die sich ihrer Armee anschließen wollen. In einem abgefangenen Bericht werden 3600 neue Rekruten erwähnt, die den Kampf gegen sie aufnehmen werden. Colonel Bernard Owen. Ja, wir konnten es wieder ein bisschen drücken. 86 bis 91k. Und die letzte Vorbereitungsschlacht am Rio Hill, und die gibt 125.000. Also es ist schon eine etwas größere, so wie es aussieht. Und selbst unentschieden würde Minusruf geben. Tja, die ist wohl nicht so einfach. So, ein Korps dürfen wir einsetzen. Nur 10 Brigaden, das wird ja immer weniger hier. Was soll denn das? Rio Hill, 25. April 1863. Unser Versorgungslager auf dem Rio Hill, ein paar Meilen nördlich von Charlottesville, wird angegriffen. Wir haben zahlreiche feindliche Kavallerietruppen gesichtet, die sich nähern. Sie sind abgesessen und planen einen Angriff aus allen Richtungen. Die Unionskavallerie ist mit fortgeschrittenen Waffen ausgestattet und besser ausgebildet als gewöhnliche Infanteristen. Daher müssen wir unsere besten Truppen einsetzen, um ihren Angriff standzuhalten. Unsere Armeen, die in Virginia kämpfen, benötigen diese Vorräte dringend. Beschützen sie um jeden Preis. So. Tja, dann können wir ja nur unser Supercore nehmen. Also ich muss was verteidigen, ne? So wie es aussieht. Zahlreiche Kavalleriesoldaten der Unionisten nähern sich unserem Versorgungslager bei Charlottesville. Sie dürfen zu Stonemans Kavalleriekorps gehören, das Virginia im Osten überfällt. Wir haben einige Brigaden hier stationiert, die diese Yankees aufhalten können. Ein Bote wurde entsandt, um unsere Einheiten im Südwesten abzuberufen. Sie werden so bald wie möglich zurückkehren, um uns bei der Verteidigung zu helfen. Und dann geht's auch schon los. Aha, von denen, was wir da, ist auch noch nicht mal alles da. Dann müssen wir uns mal ein bisschen umkicken hier. Das ist der Haltepunkt. Von allen Seiten, sagt er. Jetzt die Frage, kann ich hier irgendwas besetzen? Na, hier kann ich so ein bisschen nach unten schießen.
So, Robert. Packen wir mal erstmal in die Mitte, genau wie den Versorgungswagen. So, und dann müssen wir gleich mal glotzen, ob wir da irgendwie Stellung beziehen können. Gut, dann fangen wir mal an. Kurz Pause. So, geht denn hier irgendwas? Aha. Ja. Wir dürfen Stellung beziehen. Das heißt für mich, ich gehe mal da rein und da rein, würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Ihr geht da rein. Ihr geht da rein. Ihr geht da rein. Schnell. Ich weiß ja nicht, weil die Kavallerie ist schnell. Wer weiß, weil die da sind schon. So, und dann stellen wir hier in die zwischen die beiden noch ein, falls sie davon oben kommen. So. Hier gibt auch mal schnell Schub dahin. Ja, Versorgungswagen und General da in die Mitte und auf geht's. Ich meine, er mag zwar Elite-Kavallerie haben, aber wir haben ja auch halt Elite-Infanterie hier. Man hört sie auch schon. Warte mal, das gefällt mir nicht. Ein bisschen weiter zurück. So, noch passiert erstmal nichts. Ich gebe mal ein bisschen Schub hier. Da. Sind die wirklich abgesessen? Na, noch sind sie am Reiten. Ne, die reiten schon so hier hin, als wenn sie den Versorgungswagen einfach nur so mitnehmen wollen. Die Versorgung. Zack, gehen wir wieder in die Stellung. Wieder erstmal nichts zu sehen. Schub geben hier. Da reiten sie rum. Ah, jetzt geht's los. Ja, hier dümpeln schon zwei rum. Genau, kommt mal ran hier. Gibt's die schöne Breitseite für euch. Artillerie hat er auch dabei. Na, kommt er jetzt? Da höre ich aber auch Bewegung. Ja, da ist schon die erste. So, kurz Pause.
Ja, Verstärkung. Und da kommen die nächsten. Aha, was haben wir denn hier? Eine Artillerie? Ich will unbedingt mal checken, ob ich mir die nicht gönnen kann. Die höre ich aber irgendwie noch mehr. Sehr schön, die Ari haben wir schon mal. Plänkel da noch im Wald rum. Nee, warte mal, du bleibst hier. Oh, warte mal. So? Kannst du schießen? Geil. Hier mal rumdrehen wieder. Weiter verfolgen. Nicht, dass sie sich erholt. Da habe ich keinen Bock drauf. Jawohl, die haben in die Flucht geschlagen. Was?
ey, ist wirklich Elite hier, ey. Blink. Ja, sehr schön. Das war's für euch. Ne, warte mal. Die Artillerie dahin und die Artillerie hierhin. Na, sieht auch bis jetzt ganz gut aus. Da kommt bestimmt noch was. 1,27 noch. So, das gefällt mir ganz gut. Oh, da hinten kommt er schon wieder mit so einer Plankler-Einheit. Na, die werden wir uns doch erstmal gönnen. Da wollte auch mal wieder was versuchen. Obwohl, müssen keine Plankler sein. Können ja auch diese abgesessene Kavallerie sein. Ich guck da hinten mal ein bisschen rum, ob ich hier nicht noch eine Artillerie ausschalten kann. Na, hier ist irgendwas am Bewegen. Da oben Artillerie scheint er doch schon ganz schön viel hier zu haben. Aber man gut, er schießt im Moment auf Leute, die in der Stellung sitzen. Was ist denn das hier? Aha, das ist so eine Kavallerie. Und da ist noch eine. Nee, da ist mir doch erstmal zu heiß hier. Der Yankee hat es immer nicht so ganz mit seinen Zielen. Ich mach mal Schub hier. Solange wie ich nichts sehe. Oh, da war mal wieder was. Ja, Junge, er versucht es immer mal ganz kurz, aber da kommt er nicht mehr durch. Yankee, ganz am Anfang hast du so eine kleine Chance, was zu reißen. Man sieht die immer nur ganz kurz und dann laufen sie gleich wieder weg. Oh Mann, ey, die hat ja ganz schön gelitten. 2194. Naja, lang ist nicht mehr. Zwanzig Sekunden noch.
Yep, Breitseite und weg mit euch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Sieg, oder nicht? Ah, muss man beenden. Alles klar. Dann beende ich. Oder habe ich den Sieg? Naja. Er hat knapp über 1000 verloren. Ich habe nicht ganz 700 verloren. Das ist akzeptabel. Und ey, pass auf, hier ist so irgendein General gestorben, oder? Zumindest verletzt. Es ist so lächerlich, ey. Kaum was passiert, aber trotzdem General verletzt. Das kann's doch nicht sein. Ihr müsst ein bisschen, ne? Ich find's ja gut, wenn Generäle vorne mit dabei sind, ne? Das motiviert die Leute, aber auch ein bisschen zurückhalten. So, das gab wieder 125.000 Kröten, 2.500 Soldaten, damit haben wir fast 10.000. Naja, nicht ganz, knapp über 9. Und dann hätten wir das. Und das ist auch das Ende dieser Folge. Haben wir drei Vorbereitungsschlachten gehabt. Und jetzt als nächstes kommt dann die Schlacht bei Chancellorsville. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.